Folge meinem Rat, mein Lucilius. Widme dich dir selbst, halte deine Zeit zusammen und hüte sie. Du hast sie dir bisher entweder geradezu wegnehmen oder heimlich entwenden oder auch nur entschlüpfen lassen. Glaube mir, es ist so, wie ich schreibe. Ein Teil unserer Zeit wird uns offen geraubt, ein Teil uns heimlich entzogen und ein dritter verflüchtigt sich. Am schimpflichsten aber ist derjenige Verlust, der auf Rechnung der Nachlässigkeit kommt. Gib nur genau Acht, der größte Teil des Lebens fließt uns dahin in verwerflicher Tätigkeit, ein großer im Nichtstun und das ganze Leben in Beschäftigung mit Dingen, die mit dem wahren Leben nichts zu schaffen haben. Zeige mir den, der wirklichen Wert auf die Zeit legt, der den Tag zu schätzen weiß, der ein Einsehen dafür hat, dass er täglich stirbt. Das eben ist die große Selbsttäuschung, der wir uns hingeben, dass wir den Tod in die Zukunft verlegen. Zum großen Teil liegt er schon hinter uns. Alles vergangene Leben liegt im Banne des Todes. Bleibe also dem in deinem Briefe kundgegebenen Vorsatz treu. Lass keine Stunde ungenützt vorübergehen. Nimm den heutigen Tag voll in Beschlag. Dann wirst du weniger von dem Folgenden abhängen. Mit dem Aufschieben lassen wir das Leben nur enteilen. Nichts, mein Lucilius, ist unser wahres Eigentum außer der Zeit. Dieses flüchtige und schwer fassbare Gut ist das einzige, dessen Besitz uns die Natur vergönnt hat, und doch verdrängt uns der erste Beste daraus. Ja, so groß ist die Torheit der Menschen, dass, während sonst auch das Kleinste und Unbedeutendste, wenn es nur überhaupt ersetzbar ist, von dem Empfänger als Schuldpfosten anerkannt wird, niemand sich als Schuldner fühlt, dem gegenüber, der ihm seine Zeit gewidmet hat, während doch gerade dies das einzige ist, was auch der Dankbare nicht wiedererstatten kann. Du fragst vielleicht, wie ich es denn selbst mit mir halte, der ich dir diese Lehre gebe. Ich will ganz rückhaltlos zu dir reden. Ich halte es damit wie ein in vollem Wohlstand lebender, dabei aber gewissenhaft haushälterischer Mann. Ich führe streng Buch. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht mancherlei Verlust hätte, doch vermag ich genau Auskunft zu geben über den Betrag und die Gründe des Verlustes. Ich kann Rechenschaft ablegen über die Ursachen meiner Armut, doch teile ich das Schicksal so vieler, die ohne ihr Verschulden in Not geraten sind. Jedermann verzeiht ihnen, aber niemand hilft ihnen. Wie steht es also? Ich halte den nicht für arm, dem auch der geringe Rest des Seinigen noch genügt. Du aber musst, wenn es nach mir geht, das Deinige zusammenhalten und damit bei guter Zeit anfangen. Denn, wie unsere Altvorderen meinten, wer erst spart, wenn es schon zur Neige geht, der hat die Zeit verpasst. Denn was sich unten im Grunde noch findet, ist nicht nur das Wenigste, sondern auch das Schlechteste. Nicht nur nach deinen schriftlichen Mitteilungen, sondern auch nach dem, was ich höre, darf ich Gutes von dir hoffen. Du hast es nicht hin und her und zerstreust dich nicht durch häufigen Ortswechsel. Unstetes Hin- und Herflattern ist Anzeichen eines krankhaften Gemütszustandes. Erstes Anfordernis an eine Geistesverfassung, die als eine wohlgeordnete gelten soll, ist meines Erachtens die Fähigkeit, den Schritt zu hemmen und Einkehr in sich selbst zu halten. Frage dich aber, ob nicht die Beschäftigung mit vielen Schriftstellern und das Lesen von Büchern mannigfachsten Inhaltes einer großen Unstetigkeit und Eilfertigkeit Vorschub leistet. Man muss zu bestimmten Geistern in ein dauerndes und vertrautes Verhältnis treten, wenn man einen dauernden Gewinn für seine Seele sich sichern will. Nirgends ist, wer überall ist. Die ihr Leben aufs Reisen hinbringen, machen die Erfahrung, dass sie viele Gastfreunde haben, aber keine Freunde. Dasselbe begegnet unausbleiblich denen, die sich mit keinem geistigen Führer innig vertraut machen, sondern alles nur eilig wie im Laufe an sich vorübergehen lassen. Nichts nütze und kein Zuwachs für den Körper ist die Speise, die der Körper sofort nach dem Genuss wieder von sich gibt. Nichts hemmt mehr die Genesung als häufiger Wechsel der Arzneien. Die Wunde vernarbt nicht, an der vielerlei Heilmittel versucht werden. Die Pflanze gedeiht nicht, der man einen häufigen Bodenwechsel aufzwingt. Nichts ist so nutzkräftig, dass es im bloßen Vorbeigehen nützt. Die Menge der Bücher wirkt zerstreuend. Da du also nicht alles lesen kannst, was du haben kannst, so genügt es, so viel zu haben, als du lesen magst.
Aber ich möchte nun einmal, erwiderst du, bald in diesem Buche blättern, bald in jenem. Nur ein verwöhnter Magen trägt das Verlangen vielerlei zu kosten. Allein das bunte Allerlei hat mehr verunreinigende als nährende Wirkung. Lies also immer nur Schriftsteller von anerkanntem Wert. Und hast du dich einmal zu anderen hingetrieben gefühlt, so kehre nur wieder zu jenen zurück. Jeder Tag soll dir einen Beitrag liefern zum siegreichen Kampf gegen Armut, gegen Tod und ebenso gegen die anderen Übel. Und hast du mancherlei gelesen, so hebe dir eines heraus, um es dir an diesem Tage ganz zu eigen zu machen. So halte ich es auch meinerseits. Aus mancherlei, was ich gelesen, halte ich eine bestimmte Einzelheit fest. Die heutige ist ein Spruch des Epikur, denn ich pflege auch des Gegners Lager aufzusuchen, nicht als Überläufer, sondern als Kundschafter. Er lautet: Freudige Armut bringt Ehre. Doch ist das keine Armut, woran man Freude hat? Nicht wer zu wenig hat, sondern wer mehr begehrt, ist arm. Denn was macht es aus, wie viel jener in seiner Truhe liegen hat, wie viel Hemden er besitzt oder wie viel ausleihbares Geld, wenn er begehrlich nach fremdem Gut ausschaut, wenn er seine Rechnung nicht auf das Erworbene stellt, sondern auf den weiteren Erwerb. Du fragst, welches das Maß des Reichtums sei. Zunächst halte man auf den Erwerb des Nötigen, sodann dessen, was genug ist. Du hast mir, wie du schreibst, deinen Brief durch deinen Freund überbringen lassen. Gleich dann mahnst du mich, ich solle nicht alles dich Betreffende ihm mitteilen, denn auch du selbst pflegst das nicht zu tun. So hast du in dem nämlichen Brief ihn erst deinen Freund genannt und dann dies wieder in Abrede gestellt. Wenn du dennoch dies Wort erst in ganz allgemeiner Bedeutung genommen hast, etwa wie wir alle, die sich um Ämter bewerben, brave Männer, nennen oder wie wir uns unterwegs Begegnende, deren Namen uns nicht einfällt, als Herren begrüßen, so mag dies hingehen. Hältst du aber einen für deinen Freund, dem du nicht ebenso vertraust wie dir selbst, so ist das ein starker Irrtum, der von ungenügender Kenntnis wahrer Freundschaft zeugt. Nein, mit dem Freunde musst du alles beraten. Nur musst du über ihn selbst vorher mit dir ins Reine gekommen sein. Ist die Freundschaft einmal geschlossen, dann darf nichts anderes gelten als unbedingtes Vertrauen. Mit dem Urteil über die abzuschließende Freundschaft muss man vorher fertig geworden sein. Diejenigen kehren die Reihenfolge der Obliegenheiten um, die im Widerspruch mit den Lehren des Theophrast erst lieben und dann urteilen, und nachdem sie sich ihr Urteil gebildet, nicht mehr lieben. Gehe lange mit dir zu Rate, ehe du einen dir zum Freunde machst. Bist du schlüssig geworden, so schenke ihm auch dein ganzes Herz, rede so getrost mit ihm wie mit dir selbst. Du selbst zwar musst so leben, dass du dir nichts anvertraust, was du nicht auch deine Freunde anvertrauen könntest. Doch es treten Umstände ein, die das Herkommen zu Geheimnissen gemacht hat. Daher teile mit dem Freunde alle deine Sorgen, alle deine Gedanken. Hältst du ihn für treu, so wirst du ihn auch dazu machen. Machen doch manche durch ihre Angst, hintergangen zu werden, sich selbst zu Lehrern der Täuschung und geben dem anderen durch ihren Argwohn ein Recht zum Frevel gegen sie. Was hätte ich für einen Grund, vor meinem Freunde auch nur mit einem einzigen Wort zurückzuhalten? Warum sollte ich nicht glauben, allein zu sein, wenn ich mit ihm zusammen bin? Es gibt Leute, welche Dinge, die man nur seinen Freunden anvertrauen darf, jedem, der ihnen begegnet, mitteilen und alles, was sie bedrückt, in das Ohr jedes anderen abladen. Dagegen auch wieder andere, die selbst das Mitwissen derer scheuen, die ihrem Herzen am nächsten stehen und die, ungläubig womöglich auch gegen sich selbst, jedes Geheimnis tief im Busen verwahren. Auf keines von beiden darf man sich einlassen, denn beides ist verkehrt, sowohl allen zu trauen wie niemandem. Aber der eine von beiden Fehlern ist sozusagen anständiger, der andere bietet größere Sicherheit. So wird man auch beide tadeln, sowohl die, welche immer unruhig sind, wie die, welche sich ununterbrochener Ruhe hingeben. Denn jene Geschäftigkeit,
die an dem wilden Getümmel und Lärm ihre Freude hat, ist keine wahre Tätigkeit, sondern der Wirrwarr eines aufgeregten Gemütes. Und das ist keine Ruhe, die jede Bewegung für lästig hält, sondern Weichlichkeit und Schlaffheit. Daher soll man sich den Spruch zu Herzen nehmen, den ich beim Pomponius las. Es gibt Leute, die sich dermaßen im Schlupfwinkel vergraben haben, dass sie glauben, alles sei im Trüben, was im Lichte ist. Man muss beides miteinander verbinden. Der Ruhende muss handeln und der Handelnde muss ruhen. Geh mit der Natur zu Rate, sie wird dir sagen, sie habe nicht nur den Tag, sondern auch die Nacht geschaffen. Fahre wacker fort, wie du angefangen, und beeile dich nach Kräften, auf dass du in die Lage kommst, um so länger dich des Genusses einer geläuterten und wohlgeordneten Seelenverfassung zu erfreuen. Du hast zwar auch schon am Verlaufe dieses Läuterungs- und Besserungsvorganges deine Freude, allein noch ganz anderer Art ist der Genuss, der die Betrachtung einer aller Flecken ledigen, spiegelblanken Seele bietet. Du erinnerst dich gewiss der Freude, die du bei Ablegung der Knabenkleidung und Anlegung des Männergewandes und bei Einführung in die Geschäfte des Forum empfandest. Größere Freude wartet deiner, wenn du alles Knabenhafte in deiner Sinnesweise abgelegt hast und die Philosophie dich in die Reihe der Männer aufnimmt. Denn immer noch bleibt ein Rest, nicht des Knabenalters, wohl aber, was schwerer wiegt, der Knabenart zurück. Und damit ist es umso schlimmer bestellt, weil wir das Ansehen von Greisen und dabei die Fehler der Knaben haben, und nicht bloß der Knaben, sondern auch der Kinder, jene haben Angst vor Kleinigkeiten, diese vor Scheinbildern, wir vor beiden. Schaue nur wacker vorwärts, und du wirst einsehen, dass manches eben deshalb weniger zu fürchten ist, weil es reichliche Furcht erweckt. Ein Übel, welches das letzte ist, ist nicht groß. Der Tod kommt zu dir, zu fürchten wäre er, wenn er bei dir verweilen könnte. Aber entweder ist er noch nicht zur Stelle, oder er ist schon vorüber. Anders kann es nicht sein. Du erwiderst, es ist schwer, die Seele dazu zu bringen, dass sie die belebende Kraft verachte. Siehst du nicht, dass es oft recht erbärmliche Gründe sind, die zu dieser Todesverachtung führen? Da hat sich einer vor der Tür des Geliebten am Strick aufgehängt, ein anderer hat sich vom Dache herabgestürzt, um das Schelten seines erbosten Herrn nicht länger hören zu müssen, ein dritter hat sich mit dem Schwerte entleibt, um nicht vergeblich die Flucht ergriffen zu haben. Wozu also übermäßige Angst die Kraft findet, dafür sollte der Mannesmut zu schwach sein. Niemand darf sich Hoffnung machen auf ein sorgenfreies Leben, der allzu sehr auf Verlängerung desselben bedacht ist, der unter die hohen Güter das nicht bloß einmalige Konsulat rechnet. Sei vielmehr täglich darauf bedacht, die Kraft zu erlangen, dies Leben zu verlassen, an das sich viele so fest und innig gebunden fühlen, dass die Leuten gleichen, die, von den Wellen eines Gießbaches fortgerissen, sich an dorniges Gestrüpp anklammern. Die Zahl derer ist nicht gering, die zwischen Todesfurcht und Lebensqual jämmerlich hin und her schwankend weder leben wollen noch zu sterben wissen. Schaffe dir also ein erfreuliches Leben, indem du dich aller Besorgnis um dasselbe ledig machst. Nur das Gut hat Sorgen für den Besitzer, auf dessen Verlust seine Seele gefasst ist. Es gibt aber nichts, dessen Verlust leichter wäre als der einer Sache, für die das Gefühl des Verlustes nicht mehr vorhanden ist. Gegen alles also, was auch über die Mächtigsten hereinbrechen kann, wappne dich und verhärte dich. Über des Pompeius Haupt haben ein Unmündiger und ein Verschnittener entschieden, über Crassus ein grausamer und übermütiger Parther, auf des Gaius Caesar Caligula Geheiß musste Lepidus seinen Nacken dem Tribun Dexter darbieten, Gaius selbst starb durch des Cherea Schwert. Niemanden hat das Schicksal so emporgehoben, dass es sich ihm nicht ebenso oft in seiner bedrohlichen Gestalt gezeigt hätte, wie in seiner Gunst. Traue nicht dieser Windstille, ein Augenblick genügt, um das Meer aufzuwühlen. An demselben Tage, wo die Schiffe noch um die Wette fuhren, wurden sie von den Wellen verschlungen. Sei gefasst darauf, dass ein Räuber, dass ein Feind dir das Schwert an die Gurgel setzt. Mag auch kein Mächtiger zur Stelle sein, jeder Sklave hat es dir gegenüber in der Hand, über Leben und Tod zu entscheiden. Lass dir gesagt sein, wer sein eigenes Leben verachtet, der ist Herr über das deinige.
Durchmustere die Beispiele derjenigen, die durch Aufruhr im eigenen Hause, sei es gewaltsam, sei es durch List, umgekommen sind, und du wirst sehen, dass nicht wenigere der Wut der Sklaven als der Könige zum Opfer fielen. Was macht es dir also aus, wie mächtig der Mann ist, den du etwa fürchtest? Hat es doch jedermann in der Hand, das zu tun, weshalb du gerade in Furcht bist. Gerätst du aber etwa in Feindeshand, so wird der Sieger dich zum Tode abführen lassen, also dahin, wohin du doch unter allen Umständen geführt wirst. Warum täuschest du dich selbst und bemerkst erst jetzt, womit du längst schon behaftet warst? Ich behaupte, gleich von Geburt ab wirst du zum Tode geführt. Mit solchen und ähnlichen Gedanken möchten wir uns tragen, wenn wir in voller Seelenruhe jene letzte Stunde erwarten wollen, deren gefürchteter Eintritt alle übrigen Stunden unruhig macht. Doch um meinen Brief zu schließen, empfange die Gabe, auf die heute meine Wahl fiel. Ich entnehme auch sie aus eines anderen Garten. Eine nach dem Gebote der Natur geordnete Armut stellt einen großen Reichtum dar. Welches sind aber die Grenzen, die uns jenes Naturgebot bestimmt? Du kennst sie, Schutz vor Hunger, Durst und Frost. Um dem Hunger und Durst zu wehren, hat man nicht nötig, sich auf den Schwellen stolzer Paläste zu lagern und den hochmütigen Blick und die demütigende Gnade der Großen über sich ergehen zu lassen, hat man nicht nötig, das Schiff zu besteigen oder einen Feldzug mitzumachen. Was die Natur erfordert, ist leicht zu beschaffen und ist zur Stelle. Das Überflüssige nur ist es, was uns in Schweiß setzt. Ihm zuliebe nutzen wir unser Gewand ab, ihm zuliebe ergrauen wir im Feldlager, ihm zuliebe lassen wir den Schiffbruch an fernen Gestaden über uns ergehen. Zur Hand ist, was genug ist. Wer sich mit der Armut gut zu stellen weiß, ist reich. Leb wohl! Deinem beharrlichen Streben und dem Eifer, der dich treibt, und der Beiseitesetzung aller anderen Dinge, um deiner Besserung zu arbeiten, schenke ich meinen freudigen Beifall und ermahne dich nicht nur, sondern bitte dich auch nicht locker zu lassen. Doch füge ich die Warnung bei, dich nicht durch das Beispiel derer, die nicht sich innerlich fördern, sondern nur die Augen auf sich ziehen wollen, verleiten zu lassen, dich durch Kleidung und Lebensweise auffällig zu machen. Meide die lumpige Kleidung, das struppige Haar, den verwilderten Bart, den ausgesprochenen Hass gegen alles Geld, das Nachtlager auf bloßer Erde und alle jene Irrwege, die ein verdrehter Ehrgeiz einschlägt. Der bloße Name Philosophie, mag er auch noch so bescheiden verwendet werden, hat schon etwas Anstößiges. Wohin soll es also führen, wenn wir uns zur Aufgabe machen, uns ganz der üblichen Lebensweise des Volkes zu entziehen? Bei aller innerlichen Verschiedenheit mag doch nach außen hin unser Auftreten der Sitte des Volkes entsprechen. Unser Gewand soll nicht glänzend, aber auch nicht unsauber sein. Wir verzichten auf Silbergeschirr mit eingelegten Bildwerken aus gediegenem Gold, aber wir möchten es auch nicht für einen Beweis genügsamer Sinnesart halten, auf Gold und Silber ganz zu verzichten. Unser Ziel sei es, ein sittlich besseres Leben zu führen als das Volk, nicht ein entgegengesetztes. Sonst strecken wir die, auf deren Besserung wir es abgesehen, von uns ab und verscheuchen sie. Eine weitere Folge wäre die, dass sie an uns überhaupt nichts Nachahmenswertes finden, da sie sonst fürchten, alles nachahmen zu müssen. Was die Philosophie an erster Stelle verspricht, ist Gemeinsinn, Leutseligkeit und Zusammenschluss. Zu dieser Ankündigung würden wir uns in starken Gegensatz bringen. Seien wir vorsichtig. Was unserem Wunsche nach uns Bewunderung verschaffen soll, das könnte leicht schädlich und widerwärtig erscheinen. Ist es doch unser Grundsatz, naturgemäß zu leben. Aber es ist wider die Natur, seinen Körper zu quälen, die einfachste Sauberkeit mit Widerwillen von sich zu weisen, den Schmutz zu bevorzugen und einer Kost zu huldigen, die nicht nur wohlfeil, sondern ekelhaft und widerwärtig ist. Wie es Üppigkeit ist, auf Leckerbissen gierig zu sein, so ist es Torheit, das Übliche und leicht Beschaffbare zu meiden. Genügsamkeit fordert die Philosophie, nicht Kasteiung. Die Genügsamkeit braucht aber nicht auf jeglichen Schmuck zu verzichten. Das Maß, das mir gefällt, ist folgendes. Unser Leben soll die Mitte halten zwischen strenger Sittlichkeit und volkstümlicher Sitte.
Respekt haben sollen alle vor unserem Leben, aber sie sollen es nicht befremdlich finden. Wie also sollen wir es ebenso machen wie die anderen? Soll kein Unterschied sein zwischen uns und ihnen? Ein sehr erheblicher. Jeder, der uns näher betrachtet, soll zu der Überzeugung gelangen, dass wir mit der Menge nicht auf gleichem Fuße stehen. Wer unser Haus betritt, soll vielmehr uns bewundern als unser Gerät. Groß ist der Mann, der irdenes Geschirr so braucht, als wäre es Silber, aber nicht kleiner ist der, der sein Silbergeschirr so braucht, als wäre es irdenes. Es zeugt nicht von Seelenkraft, wenn man Reichtum nicht tragen kann. Doch um den kleinen Gewinn auch des heutigen Tages mit dir zu teilen, so fand ich bei unserem Hackathon die Bemerkung, dass die Beseitigung der Leidenschaften auch von Nutzen sei als Heilmittel gegen die Furcht. Sein Spruch lautet: Du wirst aufhören zu fürchten, wenn du aufhörst zu hoffen. Du wirst sagen, wie können diese so verschiedenen Seelenregungen gleichen Schritt halten? Und doch, es ist so, mein Lucilius, sie scheinen einander zu widersprechen, gehören aber doch zusammen. Wie die nämliche Kette den Sträfling und den Wächter verbindet, so halten auch diese einander so unähnlichen Seelenregungen gleichen Schritt. Die Hoffnung hat die Furcht zum Begleiter. Und ich wundere mich nicht über diesen Hergang. Beide sind Regungen eines schwankenden Gemütes, das beunruhigt ist durch den Blick in die Zukunft. Die wichtigste Ursache von beiden aber liegt darin, dass wir uns nicht in die Gegenwart schicken, sondern unsere Gedanken voreilig in die Ferne schweifen lassen. Daher kommt es, dass das Vermögen der Vorausschau, dies größte Gut des beschränkten Menschentums, zum Übel verkehrt ist. Wie steht's in der Welt der Tiere? Sie fliehen, sobald sie die Gefahr erblicken. Sind sie ihr entronnen, so fühlen sie sich sicher. Wir dagegen quälen uns ab mit dem Zukünftigen so gut als mit dem Vergangenen. Unsere Vorzüge gereichen uns vielmehr zum Schaden. Unser Gedächtnis erneuert uns die Qual der Furcht. Unsere Vorausschau lässt sie uns schon vor ihrem Eintritt empfinden. Niemandes Unglück beschränkt sich bloß auf die Gegenwart. Leb wohl. Ich fühle mich, mein Lucilius, in einem Zustande nicht der Besserung, sondern geradezu der Umwandlung, ohne jedoch mich zu der Versicherung oder Hoffnung zu versteigen, dass ich in mir nichts mehr finde, was einer Besserung bedürftig wäre. Wie sollte ich nicht doch manches an mir haben, was der Sammlung, was der Minderung, was der Steigerung bedarf? Und eben dies ist ein deutliches Zeichen innerer Besserung, dass man die eigenen Fehler, soweit sie einem noch unbekannt waren, erkennt. Manchen Kranken wünscht man Glück, wenn sie anfangen, sich krank zu fühlen. Ich hätte also wohl den Wunsch, meine plötzliche Wandlung mit dir zu teilen. Dann könnte ich mit noch festerem Vertrauen der Weiterentwicklung unserer Freundschaft entgegensehen, jener wahren Freundschaft, die nicht Hoffnung, nicht Furcht und Sorge um den eigenen Vorteil lockert, jener Freundschaft, mit welcher der Mensch stirbt und für welche er stirbt. Ich kann dir gar manchen nennen, der nicht des Freundes, wohl aber der eigentlichen Freundschaft entbehrt. Das kann nicht vorkommen, wenn der gleiche Wille es ist, der die Seelen zu gemeinsamem Streben nach dem Edlen hinzieht. Und warum? Sie wissen, dass sie alles gemeinsam haben, und vor allem das Missgeschick. Du kannst dir kaum eine Vorstellung davon machen, welchen täglichen Zuwachs ich an mir gewahre. Ich höre dich sagen, nun, so sende mir auch das, was du allzu wirksam erprobt hast. Glaube mir, am liebsten möchte ich diese ganze Weisheit in dich übergehen lassen, und es ist mir eine wahre Freude, zu lernen, um andere zu belehren. Niemals wird mir etwas Freude machen, mag es auch noch so trefflich und heilsam sein, was ich für mich allein wissen soll. Würde mir die Weisheit unter der Bedingung dargeboten, sie verschlossen zu halten und nicht zu verkünden, so würde ich sie zurückweisen. Ohne einen Genossen gibt es keinen erfreulichen Besitz irgendwelchen Gutes. Ich werde dir also die Bücher selbst im Ganzen schicken und, um dir mancherlei Mühe zu ersparen, die dir das Suchen nach verstreut sich findenden nützlichen Stellen verursachen würde, will ich Merkzeichen einlegen, die dir die von mir besonders geschätzten und bewunderten Stellen sofort zugänglich machen sollen. Doch mehr noch als das, was ich dir hier vortrage, wird das lebendige Wort und unser Zusammenleben dir nützen. An Ort und Stelle musst du dich einfinden, denn erstens trauen die Menschen ihren Augen mehr als ihren Ohren. Und zweitens ist es ein langer Weg, der durch Belehrung,
ein kurzer und erfolgreicher, der durch das Beispiel wirkt. Cleantes wäre nie ein zweiter Zeno geworden, wenn er den Zeno nur gehört hätte. Aber er hat mit ihm gelebt, war in die Geheimnisse seines Geistes eingedrungen, hatte ihn daraufhin beobachtet, wie er seiner Lehre gemäß lebte. Platon, Aristoteles und die gesamte Schar der nach verschiedenen Richtungen hinstrebenden Philosophen verdankt dem Sokrates mehr Anregung von Seiten seines Charakters als durch sein Wort. Demetrodorus, Hermarchus und Polyenus hat nicht Epikurs Schule, sondern das Zusammenleben mit ihm zu großen Männern gemacht. Doch wenn ich dich auffordere, zu mir zu kommen, so geschieht dies nicht bloß darum, dich zu fördern, sondern auch darum, um mich durch dich fördern zu lassen. Denn wir werden uns gegenseitig sehr erheblichen Nutzen schaffen. Vor der Hand indessen will ich, um mich meiner kleinen täglichen Schuld an dich zu entledigen, dir mitteilen, was ich heute zu meiner Freude bei Lektüre des Hekaton fand. Du fragst, sagte er, was ich gewonnen habe. Ich habe begonnen, mein Freund zu sein. Er hat viel gewonnen. Er wird niemals allein sein. Wisse, alle haben an ihm einen Freund. Du fragst, was du nach meiner Meinung besonders zu meiden habest. Das Menschengedränge, sage ich. Noch darfst du dir dafür die volle Kraft nicht zutrauen. Ich wenigstens will dir meine Schwäche gestehen. Niemals kehre ich ohne eine gewisse sittliche Beeinträchtigung von solchen Ausgängen zurück. Manches von mir Wohlgeordnete sehe ich in Verwirrung, manches von mir Verabschiedete sehe ich wiederkehren. Es geht uns mit den Kranken, die durch anhaltende Schwäche dermaßen empfindlich geworden sind, dass sie nirgends ohne einen Anfall an die Luft gebracht werden können. Wir befinden uns in einem langanhaltenden Heilungsprozess unserer Seele. Da übt der Verkehr auf die Menge eine feindliche Wirkung aus. Keiner, der uns nicht irgendeine Untugend, sei es empföhle oder aufdrängte oder unbemerkt beibrächte. Kein Zweifel, je zahlreicher die Menge ist, unter die wir geraten, umso größer ist die Gefahr. Nichts aber ist so gefährlich für die guten Sitten als das lange Verweilen in einer Schauvorführung, denn da schleichen sich, durch das Ergötzliche der Schaustellung befördert, die Laster leichter ein. Was will ich damit sagen? Ich kehre habgieriger zurück, ehrgeiziger, genusssüchtiger, ja auch grausamer und unmenschlicher, weil ich unter Menschen war. Der Zufall führte mich um die Mittagszeit in eine Schauspielvorstellung. Ich erwartete allerhand Kurzweil, Späße und Erheiterung, kurz lauter Dinge, die mit dem Anblick von Menschenblut so wenig als möglich zu tun hätten, vielmehr davon abzulenken geeignet wären. Das Gegenteil war der Fall. Alles, was an Kämpfen vorausgegangen war, war hiermit verglichen Barmherzigkeit. Von Scherzspiel keine Spur mehr, alles ist jetzt reiner Menschenmord. Ohne jeden Schutz für den Körper, mit ganzem Leibe dem Streiche bloßgestellt, regen sie die Hand niemals vergeblich zum Stoß. Daran findet die Menge größeres Wohlgefallen als an den paarweise und kunstmäßig geordneten Gladiatorenspielen. Warum auch nicht? Weder Helm noch Schild bietet Wehr gegen das Schwert. Wozu Schutzmittel? Wozu künstliche Vorrichtungen? Alles das ist nur eine Verschleppung dessen, worauf es der Menge ankommt, des Todes. Des Morgens wirft man den Löwen und Bären Menschen vor, des Mittags den Zuschauern. Auf ihren, der Zuschauer Befehl, wird, wer eben glücklich einen Mord vollzogen, einem kampfbereiten Mörder als Opfer vorgeworfen, und der Sieger wird wieder zu weiterem Mordspiel aufgespart, bis der Tod aller Kämpfer dem Spiel den Abschluss gibt. Mit Feuer und Schwert wird gewütet, so geht's dorther in der Zeit der Mittagspause. Aber vielleicht hat einer einen Raub begangen, hat einen Menschen umgebracht. Gut, er hat einen Mord begangen, hat also sein Schicksal verdient. Aber du, Unseliger, was berechtigt dich, den Zuschauer abzugeben? Töte, schlag zu, nehm Feuer zu Hilfe. Warum diese zögernde Angst vor dem Schwert? Warum gibt er den Todesstoß nicht herzhaft genug? Warum stirbt er so ungern? Mit Gewalt muss er ins Blutbad getrieben werden. Mit nackter und willig sich bietender Brust müssen die Kämpfer den wechselseitigen Stößen sich aussetzen. In dem Schauspiele ist ja doch eine Pause eingetreten. Einstweilen indes müssen Menschen erwürgt werden,
damit doch etwas vor sich gehe. Also selbst dafür habt ihr kein Einsehen, dass böse Beispiele auf die zurückwirken, welche sie veranlassen. Danket den unsterblichen Göttern, dass ihr euch dem zu Lehrern der Grausamkeit macht, der davon nichts zu erlernen vermag. Ein zartes und im Guten noch nicht hinreichend befestigtes Gemüt muss man dem Einfluss der großen Menge entziehen. Die Mehrzahl hat eine ansteckende Kraft. Sogar ein Sokrates, ein Cato oder Laelius hätte eine ihnen, wenn auch noch so unähnliche Menge, in ihrem sittlichen Standpunkt irre machen können. Geschweige denn, dass einer von uns, die wir gerade jetzt an unserer Geistesbildung arbeiten, dem Angriff von Lastern gewachsen sein werde, die mit so großem Gefolge gegen uns anstürmen. Ein einziges Beispiel von Schlemmerei oder Habsucht richtet viel Unheil an. Ein verwöhnter Hausfreund überträgt seine Schlaffheit und Weichlichkeit allmählich auch auf uns. Ein reicher Nachbar regt unsere Begehrlichkeit auf. Ein bösartiger Genosse lässt auch die lautersten und ehrlichsten Gefährten nicht ohne Spuren seines verunreinigenden Einflusses davonkommen. Worauf muss man sich also gefasst machen, wenn das ganze Volk gegen die Sittlichkeit anstürmt? Hier hat man nur die Wahl zwischen Nachahmen oder Hassen. Beides ist aber zu meiden. Man soll sich weder den Bösen gleichmachen, aus keinem anderen Grunde, als weil sie in der Überzahl sind, noch soll man zum Feinde der Menge werden, weil sie nicht gleich mit uns ist. Ziehe dich also in dich selbst zurück so weit wie möglich. Verkehre nur mit Leuten, die dich besser machen können, und lass solche sich an dich anschließen, die du besser machen kannst. So kommt es zu einer Wechselwirkung. Man lernt, indem man lehrt. Lasst sich also nicht durch das ehrgeizige Streben nach öffentlicher Anerkennung deines Talentes dazu verleiten, deine Sachen den Leuten vorzulesen oder mit ihnen darüber zu disputieren, obschon dies an sich nicht unangebracht und meiner Meinung nach ganz erwünscht wäre, wenn du dem Volke eine seinem Geschmack entsprechende Ware bieten könntest. Allein es gibt niemanden, der dich verstehen könnte. Wohl möglich, dass sich einer oder der andere findet. Wohl auch dieser müsste von dir erst herangebildet und unterwiesen werden, um dich zu verstehen. Für wen habe ich also meine Weisheit erlernt? Du brauchst nicht zu fürchten, es wäre verlorene Mühe gewesen, wenn du sie für dich erlernt hast. Doch um heute nicht für mich allein gelernt zu haben, will ich dir drei treffliche Sprüche ungefähr desselben Sinnes mitteilen, auf die ich gestoßen bin. Mit dem einen von ihnen will ich meine gewöhnliche Schuld bezahlen, die anderen beiden nimm als Vorauszahlung in Empfang. Demokrit sagt, einer gibt mir so viel wie das ganze Volk, und das Volk so viel wie einer. Treffend antwortete auch jener, wer er es gewesen lässt sich nicht sicher bestimmen, auf die Frage, wozu er sich so sehr abmühe mit einer Kunst, für die nur ganz wenige Menschen Verständnis haben würden. Mir genügen wenige, mir genügt einer, ja, mir genügt auch gar keiner. Vortrefflich ist auch der dritte Spruch, er stammt von Epikur, der einem seiner wissenschaftlichen Mitarbeiter Folgendes schrieb. Dies schreibe ich nicht für die vielen, sondern für dich, denn wir sind einer dem anderen ein hinreichend zahlreiches Publikum. Diese Mahnung, mein Lucilius, lass dir tief zu Herzen gehen. Verachte die Lust, die aus dem Beifall der Menge entspringt. Viele loben dich. Darfst du dir aber wirklich etwas darauf einbilden, wenn du ein Mensch bist, den viele verstehen? Nach dem Inneren hin sollen deine Vorzüge liegen. Deiner Weisung nach, sagst du, soll ich das Menschengetümmel meiden, mich von der Welt zurückziehen und mir an meinem guten Gewissen genügen lassen? Wo bleiben da eure guten Lehren, denen zufolge wir tätig sein sollen, bis zum letzten Augenblick? Nein, so ist das nicht gemeint. Habe ich mich selbst doch in die Verborgenheit zurückgezogen und meine Türen verschlossen, nicht etwa um müßig zu gehen, sondern um mich einem umso größeren Menschenkreis nützlich machen zu können. Kein Tag vergeht mir in Untätigkeit. Sogar ein Teil der Nächte verwerte ich für meine Studien. Dem Schlaf räume ich freiwillig keine Zeit ein. Ich weiche vielmehr nur seiner überwältigenden Macht und halte meine durch Wachen ermüdeten und zum Zufall neigenden Augen an der Arbeit fest. Ich habe mich zurückgezogen, nicht nur von den Menschen, sondern auch von den Sachen und in erster Linie von den meinigen. Die Nachwelt ist es, deren Sache ich betreibe.
Ich bringe einiges zu Papier, was ihr nützen kann. Heilsame Mahnungen, gleichsam Rezepte zu heilsamen Arzneien, halte ich in Niederschrift fest, aufgrund der Erfahrungen, die ich über ihre Wirksamkeit bei meinen eigenen Wundkuren gemacht habe. Sind diese meine Wunden auch noch nicht vollständig geheilt, so haben sie doch aufgehört, weiter um sich zu greifen. Den rechten Weg, den ich erst spät und müde vom Irren erkannt habe, weise ich anderen. Höret meinen Ruf. Meidet, was dem großen Haufe gefällt. Meidet, was der Zufall euch bringt. Bei jedem Glücksfall haltet argwöhnisch und scheu zurück. Das Getier von Land und Wasser lässt sich durch irgendwelche lockende Hoffnung täuschen. Glaubet nicht an Geschenke, die euch das Schicksal bietet. Es sind Fallen, die euch gelegt werden. Wer von euch ein gesichertes Dasein führen will, der meide mit aller Kraft diese Wohltaten, diese Leimruten, die uns armen Menschenkindern nur Enttäuschungen bringen. Wir glauben im Besitze zu sein und sitzen fest im Leime. Abgründe sind es, in die wir bei solcher Wegerichtung geraten. Dieses Höheleben führt nur zum Fall. Jeder Widerstand hört auf, wenn das Glück uns einmal den Kopf verrückt hat. Mutig oder mit einem Ruck unterzugehen ist da unmöglich. Das Schicksal lässt dann das Schiff nicht kiel oben mit einem Mal untergehen, sondern wirft es seitwärts und lässt es an Felsen zerschellen. Haltet also unverbrüchlich fest an der vernünftigen und heilsameren Lebensregel, dem Körper nur so viel einzuräumen, als zur Gesundheit ausreicht. Er muss eine etwas harte Behandlung erfahren, um dem Geist nicht den Gehorsam zu versagen. Die Speise stille den Hunger, der Trank lösche den Durst. Das Kleid wäre der Kälte, das Haus sei unsere Schutzwache gegen alle Anfechtungen des Körpers. Ob es aus Rasenstücken errichtet ist oder aus buntem Gestein entlegener Länder, darauf kommt es nicht an. Wohlgemerkt, ein Strohdach deckt die Menschen ebenso gut wie eines aus Gold. Verachtet alles, was unangebrachter Fleiß angeblich zum Schmuck und zur Zierde uns vor Augen stellt. Sagt euch, dass nichts als der Geist Bewunderung verdient. Ist er selbst groß, so ist für ihn nichts groß. Wenn ich so mit mir, wenn ich so mit der Nachwelt rede, mache ich mich in deinen Augen dann nicht nützlicher, als es der Fall wäre, wenn ich zum Termin vor Gericht erschiene oder unter Testamentsurkunden mein Siegel drückte oder im Senate einem Stellenbewerber Wort und Hand widmete? Glaube mir, wer scheinbar nichts tut, hat es mit wichtigeren Dingen zu tun. Göttliches und Menschliches im Zusammenhang miteinander ist Gegenstand seiner Beschäftigung. Doch es ist Zeit zu schließen und meinem Programm gemäß dir zur Empfehlung dieses Briefes eine kleine Zahlung zu leisten. Sie stammt nicht aus meinem Kopf. Doch immer plündere ich den Epikur, von dem ich heute folgenden Ausspruch las. Du musst dich in den Dienst der Philosophie begeben, wenn du der wahren Freiheit teilhaftig werden willst. Wer sich ihr unterwirft und zu eigen gibt, der wird nicht auf die Zukunft vertröstet. Er wird sofort in Freiheit gesetzt. Denn eben darin, dass man der Philosophie dient, besteht die Freiheit. Du fragst mich vielleicht, warum ich gerade von Epikur so viele Sprüche entlehne und nicht lieber aus den unsrigen. Indes du kannst dergleichen Worte des Epikur ruhig für Allgemeingut ansehen. Wie vielen Dichtern verdanken wir Aussprüche, die auch aus dem Munde von Philosophen gekommen sind oder hätten kommen sollen? Ich sehe hier ab von den Tragödien und von unseren heimischen Schauspielen. Auch sie, die letzteren, haben ja einen größeren Ernst und halten die Mitte zwischen Lust und Trauerspiel. Doch wie viel der treffendsten Aussprüche finden sich nicht hier und da in den Mimen? Wie viele schlagende Worte des Publilius wären eher für den Kothurn als für die Socken geeignet? Lass mich einen Vers desselben hier anführen, der sich auf die Philosophie bezieht, und zwar auf den Teil derselben, mit der wir es eben zu tun hatten. Es ist dieser Vers eine Warnung vor dem Zufälligen, das wir nicht als unseren Besitz ansehen sollen. Fremd bleibt uns immer alles, was dem Wunsch entstammt. Ich erinnere mich, diesen Vers von dir in besserer und bündigerer Form vorgetragen vernommen zu haben. Nicht dein ist, was das Glück zum Deinen hat gemacht. Auch eine noch bessere Fassung des Gedankens deinerseits will ich nicht übergehen. Was man dir gab, wer weiß, wie bald's ein anderer raubt. Dies rechne ich dir aber nicht als Zahlung an. Ich gebe es dir von dem Deinigen.
Du bittest mich um Auskunft darüber, ob Epikur recht habe, wenn er in einem seiner Briefe diejenigen tadelt, die behaupten, der Weise sei sich selbst genug und bedürfe deshalb keines Freundes. Dieser Vorwurf ward von Epikur dem Stilpo und allen denen gemacht, die in der Leidenschaftslosigkeit das höchste Gut sahen. Wollen wir diesen Begriff durch ein Wort ausdrücken und etwa Ungeduld dafür sagen, so ist Zweideutigkeit die unausbleibliche Folge. Denn darunter kann man geradezu das Gegenteil verstehen von dem, was wir ausdrücken wollten. Während wir hier damit die Eigenart dessen bezeichnen wollen, der jedem Übel unerschütterlich trotzt, wird man gemeinhin darunter denjenigen verstehen, der kein Übel zu ertragen vermag. Es dürfte sich also vielleicht mehr empfehlen, von einer unverwundbaren Seele zu reden oder auch von einer Seele, die überhaupt kein Leiden kennt. Der Unterschied zwischen uns Stoikern und jenen, dem Stilpo und den Kynikern, ist der. Unser Weiser wird zwar Herr über jedes Ungemach, empfindet es aber doch. Jener andere dagegen empfindet es nicht einmal. Was uns beiden gemeinsam ist, ist dies. Der Weise ist sich selbst genug. Gleichwohl will er doch einen Freund haben, einen Nachbar, einen Hausgenossen, so sehr er auch sich selbst genügt. Seine Selbstgenügsamkeit magst du daraus erkennen, dass er in manchen Lagen schon mit einem Teile von sich sein Genüge findet. Hat ihn Krankheit oder der Feind um eine Hand gebracht, hat er durch einen Unfall ein Auge verloren, so nimmt er doch Vorlieb mit dem, was ihm übrig geblieben, und wird trotz der Verstümmelung und Beeinträchtigung seines Körpers doch ebenso heiter sein, wie er es bei unverletztem Leibe war. Doch würde er allerdings es lieber sehen, wenn er noch im Besitze dessen wäre, was, wenn es ihm fehlt, er nicht vermisst. Der Weise wünscht zwar, nicht ohne Freund zu sein, aber vermag es doch. Darin besteht seine Selbstgenügsamkeit. Und wenn ich sage, er vermag es, so bestätigt sich das dadurch, dass er den etwaigen Verlust des Freundes mit Gleichmut erträgt. Ohne Freund wird er doch niemals sein. Er hat es in seiner Gewalt, wie schnell er den Verlust ausgleichen will. Nimm an, dem Phidias wäre eine Bildsäule abhanden gekommen. Er wird alsbald Ersatz dafür schaffen. So auch der Weise, er, der Meister in der Kunst, Freundschaften zu stiften, wird einen anderen an die Stelle des Verlorenen setzen. Du fragst, wie ihm das so rasch gelingen wird. Ich will es dir sagen, sofern du mir gestattest, zugleich damit meine Schuld abzutragen und, was diesen Brief anlangt, meine Rechnung zu begleichen. Hekaton sagt, ich will dir ein Liebesmittel angeben, unter Verzicht auf alle Arznei, auf Kräutersaft, auf weiblichen Zauberspruch. Willst du geliebt sein, so liebe. Übrigens gewährt nicht nur eine alte und bewährte Freundschaft in ihrem Verlauf großen Genuss, sondern auch der Beginn einer neuen und das Bemühen um sie. Wie der erntende Landmann zu dem Säenden sich verhält, so der, der einen Freund schon gewonnen hat, zu dem, der ihn gewinnen will. Der Philosoph Attalus pflegte zu sagen, es sei reizvoller, einen Freund zu gewinnen, als einen zu haben, wie es für den Künstler reizvoller sei zu malen, als gemalt zu haben. Jene innige und sorgenvolle Hingabe an sein in der Entstehung begriffenes Werk birgt einen unvergleichlichen Genuss in sich, der aus der Beschäftigung selbst entspringt. Hat er sein Werk vollendet und lässt er die Hand ruhen, dann hat er nicht mehr den gleichen Genuss. Er genießt dann nur noch die Frucht seiner Kunst, während des Malens genießt er die Kunst selbst. Fruchtreicher ist die Jünglingszeit unserer Söhne, aber lieblicher ihre Kindheit. Jetzt ist es Zeit, zu unserem Satze zurückzukehren. Hat der Weise auch an sich selbst genug, so wünscht er sich doch einen Freund und wäre es auch nur deshalb, um Freundespflicht zu üben. Denn eine so hohe Tugend darf doch nicht brach liegen. Nicht aber deshalb, um, wie Epikur in dem genannten Briefe sagt, jemand zu haben, der ihm im Krankheitsfalle zur Seite stehe oder ihm zu Hilfe komme, wenn er in Gefangenschaft oder Not geraten. Nein, er will einen haben, dem er selbst als Krankenpfleger zur Seite stehe, dem er selbst zur Freiheit verhelfe, wenn er in Feindeshand gefallen ist. Wenn du an sich denkst und nur seinetwegen Freunde sucht, der ist übel beraten. Dem Anfang wird das Ende entsprechen. Er hat einen Freund gewonnen, der ihn gegen Fesseln schützen soll. Sobald die Kette klirrt,
wird er sich verabschieden. Das sind Freundschaften, die das Volk die Wetterwendischen nennt. Wer des Nutzens wegen zum Freund erkoren worden ist, wird nur so lange gefallen, als er sich nützlich erweist. Daher die große Schar von Freunden, von denen die Günstlinge des Schicksals sich umlagert sehen. Sind sie zu Fall gekommen, so wird es einsam um sie, und die Freunde fliehen die Städte, die ihnen eine Prüfung auferlegt. Daher auch die zahlreichen, schändlichen Beispiele von Leuten, die die Freunde teils aus Furcht im Stiche lassen, teils aus Furcht verraten. Anfang und Ende stehen notwendig in Einklang miteinander. Wer die Freundschaft begonnen hat, des Nutzens wegen, der wird sie auch aufgeben, des Nutzens wegen. Wenn er an der Freundschaft irgendetwas wertvoll findet, außer ihr selbst, so wird er auch etwas wertvoll finden, was mit ihr in Widerstreit steht. Wozu erkiese ich mir einen zum Freund? Um jemand zu haben, für den ich sterben kann, um jemand zu haben, den ich in die Verbannung begleite, von dem ich den Tod abwehren, für den ich aber auch in den Tod gehen werde. Was du als Freundschaft hinstellst, ist nicht Freundschaft, sondern kaufmännische Berechnung, die nur ihren Vorteil sucht, die nur auf den Gewinn abzielt. Es findet sich eine unleugbare Ähnlichkeit zwischen Freundschaft und leidenschaftlicher Liebe. Man könnte sagen, die Liebe sei eine zur Raserei gesteigerte Freundschaft. Liebt man wohl irgendjemand um des Gewinnes willen oder nur aus Ehrgeiz oder Ruhmsucht? Die Liebe an und für sich entzündet, alles andere vergessend, in den Herzen das Verlangen nach der verkörperten Schönheit, nicht ohne Hoffnung auf Erwiderung der Gefühlsinnigkeit. Wie nun, sollte wirklich die edlere Ursache das schimpfliche Begehren zur Folge haben? Du erwiderst, es handelt sich jetzt nicht darum, ob die Freundschaft um ihrer selbst willen zu erstreben sei. Weit gefehlt. Gerade dies ist der eigentliche Gegenstand des Beweises. Denn ist sie um ihrer selbst willen begehrenswert, dann kann auch der sich auf sie einlassen, der sich selbst genug ist. Wie stellt er sich also zu ihr? Wie zu einem Gegenstand von unvergleichlicher Schönheit, frei von jedem Gedanken an äußeren Vorteil und durch keinen Wechsel des Schicksals in Schrecken gesetzt. Wer bei Stiftung von Freundschaft auf günstige Schicksalsmöglichkeiten hinschielt, der entkleidet die Freundschaft ihrer hohen Würde. Der Weise ist sich selbst genug, dies, mein Lucilius, legen die meisten verkehrt aus. Sie stoßen den Weisen allerseits von sich ab und verweisen ihn ganz auf sich selbst. Man hat aber wohl zu unterscheiden, was dieser Satz eigentlich besagen will und in welcher Ausdehnung. Der Weise ist sich selbst genug, um glücklich zu leben, nicht umzuleben. Zu dem Letzteren braucht er mancherlei Dinge, zu dem Ersteren nur gesunde und durch kein Schicksal beugsame Seelenkraft. Auch auf eine Unterscheidung des Chrysippus will ich dich hinweisen. Der Weise, sagt er, ist keiner Sache bedürftig, braucht aber doch gar mancherlei. Dagegen braucht der Tor überhaupt nichts, denn er versteht nichts zu benutzen, hat aber das Bedürfnis nach allem. Der Weise braucht Hände, Augen und vielerlei anderes für das tägliche Leben Unentbehrliche, hat aber kein Bedürfnis nach irgendetwas. Denn Bedürfnis ist Sache der Notwendigkeit, mit der Weise nichts zu tun hat. Mag er also auch sich selbst genug sein, so braucht er doch Freunde. Er wünscht ihre so viel als möglich zu haben, nicht um glücklich zu leben, denn er lebt ja auch ohne Freunde glücklich. Das höchste Gut bedarf keiner Nachhilfe von außen. Es wird im Inneren gepflegt, es besteht ganz aus sich selbst. Es wäre der erste Schritt desselben zur Unterwerfung unter das Schicksal, wenn es irgendeinen Teil von sich außerhalb seiner suchte. Wie wird es aber mit den Weisen stehen, wenn er ohne Freundesschutz ins Gefängnis geworfen wird, oder in der Fremde vereinsamt dasteht, oder auf langer Seefahrt zurückgehalten, oder auf einen öden Strand ausgeworfen wird? Sein Dasein wird dem des Jupiter gleichen, der beim Zusammenbruch der Welt und bei der Verschmelzung der Götter zur Einheit bei zeitweisem Stillstand der Natur seinen eigenen Gedanken hingegeben, es nur mit sich selbst zu tun hat. Ähnlich steht es mit dem Weisen. Er zieht sich auf sich selbst zurück, ist mit sich allein. Allerdings, solange er seine Verhältnisse ganz nach freiem Ermessen ordnen kann, verheiratet er sich bei aller Selbstgenügsamkeit und bekommt auch Kinder. Und trotz aller Selbstgenügsamkeit wird er doch nicht leben wollen, wenn er ohne Menschen leben sollte. Nicht sein Nutzen zieht ihn zur Freundschaft hin, sondern ein natürlicher Reiz. Denn wie uns eine bestrickende Neigung zu anderen Dingen angeboren ist,
so auch zur Freundschaft. Wie wir die Einsamkeit hassen und nach Geselligkeit Verlange tragen, wie die Natur den Menschen mit den Menschen in Gemeinschaft bringt, so gibt es auch nach dieser Richtung hin einen anstachelnden Trieb, der uns das Verlangen nach Freundschaft erweckt. Aber mag er seine Freunde auch noch so innig lieben, mag er sie an Wert sich gleich, ja noch über sich stellen, er wird gleichwohl sein eigentliches Gut nur in sich selbst finden und einstimmen in das Wort des Stilpon, jenes Stilpon, gegen den sich der obige Brief des Epikur richtet. Nach dem Fall seiner Vaterstadt, dem Verlust seiner Kinder und seiner Gattin verließ er, nur auf sich angewiesen und gleichwohl glücklich, seine in Trümmern und Asche liegende Heimat. Auf die Frage des Demetrius, des Städteeroberers, wie er genannt wurde, ob er Verlust erlitten hätte, antwortete er, »All mein Hab und Gut habe ich bei mir.« Wahrlich, ein tapferer und wackerer Mann, ein Sieger über den Sieg seines Feindes. »Ich habe nichts verloren«, lautete seine Antwort. So nötigte er ihn zu zweifeln, ob er gesiegt habe. »Alles Meinige habe ich bei mir.« Darin liegt das Bekenntnis, dass, was einem entrissen werden kann, unter keinen Umständen ein Gut sei. Wir beobachten nicht ohne Staunen, wie gereizte Tiere ohne Beschädigung ihres Körpers sich mitten durchs Feuer wagen. Wie viel bewundernswürdiger ist der Mann, der unverletzt und unbeschädigt mitten durch drohende Waffen, durch Trümmer und Flammen hindurchschreitet. Siehst du wohl, wie viel leichter es ist, ein ganzes Volk zu überwinden, als einen einzigen Mann? Für dieses Wort hat er den Stoiker zu seinem Genossen. Auch dieser trägt in gleicher Weise seine Güter durch eingeäscherte Städte, denn er ist sich selbst genug. Damit ist die Grenze bezeichnet, die all sein Glück umschließt. Wähne nicht, dass wir Stoiker uns zu so hohen Worten versteigen. Hat doch Stilpons Tadler Epikur eine ähnliche Äußerung getan, die bei dir gute Aufnahme finden mag, wenngleich ich meine Schuld für diesen Tag bereits bereinigt habe. Wer das Seine, sagt er, nicht für das Herrlichste hält, der ist unglücklich, mag er auch Herr der ganzen Welt sein. Oder vielleicht gefällt es dir besser in folgender Form, denn wir wollen uns nicht an den Wortlaut halten, sondern an den Sinn. Unglücklich ist, wer sich nicht für den Glücklichsten hält, und wäre er gleich der Herrscher der Welt. Zum Beweise aber, dass diese Gedanken allgemeingut sind und sozusagen in der Luft liegen, verweise ich dich auf folgende Worte eines Komikers. Nicht glücklich ist, wer selbst ans eigene Glück nicht glaubt. Denn was liegt daran, wie es mit dir bestellt ist, wenn du selbst diesen Zustand für schlimm hältst? Wirklich, erwiderst du, soll jener Schuft von einem Reichen, jener Herr über viele, aber noch mehrerer Sklave, der sich glücklich nennt, auch glücklich sein, weil er sich dafür hält. Nicht auf seine Worte, sondern auf seine Gesinnung kommt es an. Und nicht auf das, was er heute fühlt, sondern was er immer fühlt. Du brauchst aber nicht zu fürchten, dass ein so großes Gut an einen Unwürdigen komme. Nur der Weise findet wirklich Wohlgefallen an dem Seinigen. Alle Torheit wird sich selber zum Verdruss. Es bleibt dabei, ich ändere meine Meinung nicht. Meide die Menge, meide die wenigen, meide selbst einen Einzelnen. Ich wüsste keinen, mit dem ich dich in Verkehr sehen möchte. Und ich denke, du wirst mein Urteil über dich zu schätzen wissen. Wage ich doch, dich dir selber anzuvertrauen. Krates, der Schüler eben jenes Tilpo, dessen ich in meine vorigen Briefe gedachte, sah einst einen Jüngling auf einsamen Spazierwegen und fragte ihn, was er da ganz allein mache. »Ich unterhalte mich mit mir selbst«, lautete die Antwort. Da erwiderte Krates, »Bitte, nimm dich in Acht und sei auf deiner Hut. Du redest mit einem schlechten Menschen.« Auf trübsinnige und scheue Naturen pflegen wir Acht zu geben, dass sie nicht in der Einsamkeit auf schlimme Wege geraten. Es gibt keinen Toren, den man sich selber überlassen dürfte. Da findet sich Gelegenheit, böse Pläne auszuhecken, anderen oder sich selbst für die Zukunft gefährlich zu werden und ihre bösen Gelüste gleichsam in Reih und Glied zu bringen. Da findet sich die Seele bereit, alles, was sie aus Furcht oder Scham geheim hielt, ans Tageslicht zu bringen, die Verwegenheit aufzustacheln, die Wollust zu reizen,
die Zornsucht aufzustacheln. Zu alledem geht da der einzige Vorteil, den die Einsamkeit bietet, nämlich keinem etwas anzuvertrauen, keine Angeber zu fürchten, für den Toren verloren, er verrät sich selbst. Daraus magst du ermessen, welche Hoffnung ich auf dich setze, oder vielmehr, was ich mir von dir mit unbedingter Sicherheit verspreche, denn Hoffnung ist Bezeichnung für etwas Unbestimmtes. Ich finde keinen, mit dem ich dich lieber in Verkehr sehen möchte, als mit dir selber. Ich denke gern zurück an so manches Wort, das aus deinem Munde kam, an die hochherzige Gesinnung, an die Seelenstärke, von der es zeugte. Sofort wünschte ich mir Glück mit den Worten, das ist nicht flüchtiges Lippenwerk, das sind Worte, die auf festem Grund und Boden stehen. Das ist nicht einer aus der großen Menge, ihm ist's, um Seelenheil zu tun. So lebe, so rede, lass nichts dich darniederdrücken. Deine einstmaligen Wünsche magst du den Göttern ersparen. Beginne mit deinen Wünschen von Neuem. Bitte um tugendhafte Gesinnung, um Gesundheit der Seele und dann erst des Leibes. Warum solltest du diese Wünsche nicht oft wiederholen? Richte getrost deine Bitte an Gott. Es ist ihm nicht fremd, worum du ihn bittest. Doch, um meiner Gewohnheit gemäß den Brief nicht ohne ein kleines Geschenk abzusenden, so vernimm einen Ausspruch, den ich bei Athenodoros fand. Da heißt es treffend, dann erst darfst du dich aller Leidenschaften ledig erachten, wenn du es dahin gebracht hast, dass du Gott um nichts bittest, als was du vor aller Welt erbitten kannst. Wie groß aber ist tatsächlich die Torheit der Menschen? Die schamlosesten Wünsche flüstern sie den Göttern zu. Sobald jemand sein Ohr hinneigen wollte, würden sie verstummen, und was sie vor den Menschen geheim halten, das tragen sie den Göttern vor. Folgendes also dürfte wohl eine heilsame Lehre sein. Lebe so mit den Menschen, als ob Gott es sehe. Sprich so mit Gott, als ob die Menschen es hörten. Ich habe mit deinem wohlbegabten Freund eine Unterhaltung gehabt, die gleich im Beginn die Tiefe seines Gemütes, den Reichtum seines Geistes und seinen bereits erreichten hohen Bildungsgrad erkennen ließ. Er gab mir einen Vorgeschmack von dem, was man von ihm zu erwarten hat, denn er sprach völlig unvorbereitet, da er unversehens überrascht wurde. Als er sich mehr und mehr sammelte, konnte er sich kaum einer gewissen Verschämtheit dieses erfreulichen Zeichens für einen Jüngling erwehren. Eine tiefe Röte überzog sein Antlitz. Diese wird, wenn ich recht vermute, auch wenn er zu völliger Kraft gereift und aller Fehler ledig geworden, ihn selbst noch als Weisen begleiten. Keine Weisheit ist imstande, körperliche Naturfehler zu beseitigen. Alles, was fest eingewurzelt und uns angeboren ist, kann durch Kunst zwar gemildert, aber nicht überwunden werden. Manchen, auch noch so kernhaften Männern, bricht angesichts des versammelten Volkes der Schweiß hervor, gerade so, wie es bei Erschöpften oder Erhitzten der Fall zu sein pflegt. Manchen zittern die Knie, wenn sie sprechen sollen. Andere werden von Zähneklappern befallen, die Zunge stammelt, die Lippen ziehen sich zusammen. Weder scharfe Zucht noch Übung lässt diese Erscheinungen verschwinden. Die Natur übt ihre Macht aus und lässt nicht locker. Sie erinnert durch solche Mängel auch die Stärksten immer wieder an sich. Zu diesen Erscheinungen rechne ich auch das Erröten, von dem auch die ehrwürdigsten Männer unversehens überrascht werden. Allerdings tritt es überwiegend bei Jünglingen hervor, die noch wärmeres Blut und eine zartere Stirn haben. Gleichwohl befällt sie auch wetterfeste Männer und Greise. Es gibt auch Leute, die niemals mehr zu fürchten sind, als wenn sie erröten, als ob sie sich aller Scham entschlagen hätten. Sulla zeigte sich als grausamster Wüterich dann, wenn ihm das Blut ins Gesicht getreten war. Es gab kein nachgiebigeres Gesicht als das des Pompeius, er errötete immer, wenn er sich in einem größeren Kreis bewegte, und ganz unbedingt, wenn er vor der Volksversammlung sprach. Ich erinnere mich, wie Fabianus errötete, als er im Senate als Zeuge auftrat. Eine Verschämtheit, die ihm über Erwarten gut anstand. Das ist nicht eine Folge des Mangels an geistiger Kraft,
sondern hat seinen Grund in dem überraschenden Eindruck eines solchen Vorgangs, der die Neulinge zwar nicht außer Fassung bringt, aber doch nicht ohne Wirkung bleibt bei vorhandener körperlicher Anlage dazu. Denn wie es Leute von schwerflüssigem Blute gibt, so auch solche von leicht erregbarem, beweglichem und leicht ins Antlitz tretendem Blute. Keine Weisheit ist, wie gesagt, imstande, daran etwas zu ändern. Sonst hätte sie ja Macht über die ganze Natur, wenn sie alle Mängel tilgen könnte. Was uns durch Geburt und Leibesnatur zuteil ward, das bleibt und haftet fest, mag der Geist auch noch so angelegentlich und noch so lange seine eigenen Regelungen obgelegen haben. Nichts dergleichen lässt sich durch Befehl abstellen, so wenig wie herbeinötigen. Die Bühnenkünstler, die die Affekte nachahmen, Furcht und Angst ausdrücken, sich traurig stellen, ahmen die Schamhaftigkeit durch folgende Merkzeichen nach. Sie neigen das Haupt nach unten, sprechen mit gedämpfter Stimme, senken den Blick zu Boden und halten ihn in dieser Richtung fest. Aber keine Kunst reicht hin, sich das Erröten abzuzwingen. Diese lässt sich weder hindern noch hervorzaubern. Keine Weisheit kann sich eines Mittels dagegen rühmen, keine richtet dagegen etwas aus. Es sind Erscheinungen, die nur ihrem eigenen Gesetz folgen, die ungeheißen kommen, ungeheißen gehen. Doch es ist Zeit, dem Brief seinen Abschluss zu geben. Er soll in einem nützlichen und heilsamen Spruch bestehen, den du dir recht zu Herzen nehmen magst. Wir müssen uns einen hervorragend tüchtigen Mann als Muster ausersehen, den wir immer vor Augen haben, um so zu leben, als schaue er auf uns, und immer so zu handeln, als hielte er seinen Blick auf uns gerichtet. So, mein Lucilius, lautet der mahnende Spruch Epikurs. Er gibt uns einen Hüter und Aufseher, und das mit Recht. Ein großer Teil unserer Verfehlungen kommt dadurch in Wegfall, dass dem zur Übeltat Neigenden ein Zeuge zur Seite steht. Trage die Seele ein ehrfurchtgebietendes Muster in sich, dessen Einfluss stark genug ist, auch seinen geheimsten Gedanken die Weihe der Unschuld zu geben. Wie glücklich mag doch der sein, der nicht nur durch seine Gegenwart, sondern auch schon, wenn man nur an ihn denkt, einen bessernden Einfluss ausübt. Wie glücklich auch der, der einem anderen mit so viel Ehrfurcht ergeben ist, dass die bloße Erinnerung an ihn genügt, um das eigene Innere nach seinem Vorbild zu gestalten und zu regeln. Wer einen anderen so zu verehren vermag, wird bald auch selbst verehrungswürdig sein. Wähle dir also einen Mann wie den Cato, scheint dir dieser allzu starr, so wähle dir einen Mann von weniger unbeugsamer Sinnesart, wähle dir einen Laelius. Erwähle dir einen, dessen Lebens- und Sprechweise, ja dessen vertrauenerweckendes Antlitz schon deinen Beifall hat. Ihn halte dir immer als Wächter und Beispiel vor. Glaube mir, wir bedürfen eines Musters, nach dem sich unser Charakter bilde. Ohne Richtmaß lässt sich Verfehltes nicht in Ordnung bringen. Wohin ich mich auch wende, überall finde ich Beweise meines hohen Alters. Bei einem Besuch meines Landgutes in der Nähe der Stadt beklagte ich mich über die Kosten des baufälligen Gutshauses. Der Verwalter erklärte mir, daran sei nicht etwa seine Nachlässigkeit schuld, er lasse es an nichts fehlen, aber das Landhaus sei alt. Dies Landhaus ist unter meinen Händen ausgebaut worden. Worauf muss ich mich gefasst machen, wenn Steine, die nicht älter sind als ich, schon mürbe werden? In gereizter Stimmung ergreife ich den nächsten Anlass, meinen Ärger kundzugeben. Es liegt am Tage, sage ich, diese Platanen ermangeln der sorglichen Pflege. Sie haben kein Laub. Wie knotig und dürr sind die Äste, wie verkümmert und ungepflegt die Stämme. Dem wäre nicht so, wenn der Boden ringsum gehörig gelockert und bewässert würde. Er schwört bei meinem Schutzgeist, er tue alles, lasse es in keinem Stücke an der nötigen Sorgfalt fehlen. Aber die Platanen seien alt. Unter uns gesagt, ich selbst habe sie gepflanzt, hatte ihr erstes Laub gesehen. Ich wende mich nun der Tür zu und frage, wer ist dieser stumpfe Gesell, der mit Recht seinen Platz am Eingang halten hat?
Er blickt schon hinaus, nach dem Grabe. Wo hast du ihn denn aufgelesen? Was fandest du für ein Vergnügen daran, eine fremde Leiche aufzunehmen? Da rief jener: Kennst du mich nicht? Ich bin Felicio, den du mit den Bilderschirmen zu beglücken pflegtest. Ich bin der Sohn deines Verwalters Philositus, dein Liebling. Er ist verrückt, sage ich. Ist er schon als Bübchen mein Liebling geworden? Wohl möglich. Die Zähne fallen ihm eben jetzt aus. Ich muss meinem Landgut dankbar sein. Es hat mir, wohin ich auch die Blicke richtete, mein hohes Alter zum Bewusstsein gebracht. Nehmen wir es also freudig hin und schenken ihm unsere Liebe. Es bietet eine Fülle von Genuss, wenn man es nur von der richtigen Seite anfasst. Das Obst schmeckt am besten, wenn seine Zeit zu Ende geht. Das Knabenalter zeigt seinen größten Reiz im letzten Abschnitt. Dem Zecher schmeckt der letzte Zug am besten, der zum Untertauchen führt und der Trunkenheit die Krone aufsetzt. Den größten Reiz, den jede Art von Lust in sich schließt, verspart sie auf das Ende. Am reizvollsten ist das Alter, das sich bereits abwärts kehrt, aber noch nicht zu jähem Sturz. Aber auch das am äußersten Rande stehende Alter hat meines Erachtens noch seine Reize. Oder es tritt an die Stelle des Reizvollen eben das Glück, nichts zu bedürfen. Welche Wonne, seiner Begierden Herr geworden zu sein und ihnen den Laufpass gegeben zu haben. Aber es hat doch sein Missliches, den Tod vor Augen zu haben, erwiderst du. Erstens muss er dem Jüngling nicht weniger vor Augen stehen als dem Greis, denn wir werden nicht nach Alterslisten abgerufen. Sodann ist doch niemand so alt, dass man ihm einen Vorwurf machen könnte, wenn er noch einen weiteren Tag erhofft. Ein Tag aber ist eine Stufe des Lebens. Das ganze Leben besteht aus Teilen und setzt sich aus Kreisen zusammen, von denen immer ein größerer die kleineren umschließt. Einer von ihnen umfasst und begrenzt alle, erreicht vom Tag der Geburt bis zu dem des Todes. Ein zweiter umschließt Jahre der Jünglingszeit. Ein dritter umspannt die ganze Kindheit. Es gibt ferner einen selbstständigen Jahreskreis, der alle Zeiten umfasst, aus deren Vervielfältigung sich das Leben zusammensetzt. Den Monat umspannt ein engerer Kreis. Der engste Kreis gehört dem Tag, doch auch dieser erstreckt sich von Anfang bis zum Ende, vom Aufgang bis zum Untergang. Daher sagt Heraklit, der Dunkle, wie er wegen seiner Dunkelheit seiner Sprache hieß: Ein Tag gleicht allen. Das hat der eine so, der andere anders aufgefasst. Der eine deutete es auf die gleiche Stundenzahl, und das ist nicht unrichtig, denn wenn der Tag ein Zeitraum von 24 Stunden ist, dann müssen alle Tage einander gleich sein, weil, was der Tag verloren hat, durch die Nacht ersetzt wird. Ein anderer sagt: Ein Tag gleicht allen Tagen, in Hinsicht auf seine Beschaffenheit, denn auch die längste Zeitspanne hat nichts an sich, was sich nicht auch in jedem einzelnen Tage fände, Licht und Dunkelheit. Und auch die wechselnden Weltperioden zeigen in dieser Beziehung keinen Unterschied vom Einzeltag, nur die Länge bei vermehrter Zahl der Einzeltage und Kürze des Einzeltages macht den Unterschied. Daher muss man bei jedem Tage auf das Gewissenhafteste verfahren, als wäre es der letzte der Reihe und bringe die Summe der Lebenstage zum Abschluss. Pacuvius, der Syrien vollständig für sich ausbeutete, ließ sich, wenn er durch wüstes Zechen und Schmausen sich gleichsam selbst das Totenopfer gebracht hatte, in der Weise in sein Schlafgemach tragen, dass bei Musikbegleitung unter dem Jubel der Buhlknaben gesungen ward: Ich habe gelebt, ich habe gelebt. Und kein Tag verging, wo er nicht so ein Leichenbegängnis hielt. Was er im Bewusstsein seiner Schlechtigkeit tat, das wollen wir bei gutem Gewissen tun, und jedes Mal, wenn wir uns zur Ruhe legen, froh und heiter zu uns sagen: Ja, ich habe gelebt und den Lauf des Schicksals vollendet. Fügt die Gottheit noch den morgenden Tag hinzu, so sei er mit Freude in Empfang genommen. Der ist der glücklichste und der unbedingt sichere Herr seiner selbst, der dem morgenden Tag ohne Bangen entgegensieht. Wer sagen kann: Ich habe gelebt, der erhebt sich täglich zu neuem Gewinn. Doch es ist Zeit, meinen Brief zu beschließen. So soll er also, sagst du, ohne irgendeine Spende an mich gelangen? Erspare dir die Furcht.
Er bringt etwas mit. Etwas? Nein, ich musste sagen, viel. Denn gibt es einen trefflicheren, herrlicheren Spruch als den, den ich in diesen Briefe für dich mitgebe? Schlimm ist es, in Not zu leben, aber in Not zu leben nötigt nichts. Und so ist's in der Tat. Viele Wege führen zur Freiheit, kurz und gangbar eröffnen sich allerseits. Danken wir Gott, dass niemand unbedingt an das Leben gefesselt ist. Es liegt in unserer Macht, die Not selbst zu Boden zu treten. Epikur sagte das, erwiderst du, was befasst du dich mit fremdem Gut? Was wahr ist, gehört mir. Nichts soll mich abhalten, die auch weiterhin mit dem Epikur aufzuwarten, auf dass die, die auf des Meisters Worte schwören und nichts darauf geben, was gesagt wird, sondern von wem es gesagt wird, zu der Einsicht kommen, dass das Beste Gemeingut ist.